Das führt uns dann nach oben. Ist das ein Schloss da oben? Ich glaube, keine Ahnung. Aber wir machen trotzdem erst das andere Level. Wir wollen ja alle Levels spielen natürlich. Und das ist eins mit Fuzzies. Oh shit. Okay. So, ich meine, die Musik zum Beispiel hier ist komplett selber komponiert. Sie ist nicht von Nintendo. Die haben die komplett selber entworfen, die Team Newer Leute. Also ich glaube auch nur dieses Lied haben die selber gemacht, aber immerhin. So, und jetzt haben wir so eine lustige Maschinerei. Das heißt, wenn wir drücken, entsteht so ein Kreis und die Fuzzies können nicht mehr rumjumpen. Was mir schön viel Ruhe bringt. Also, oh, Flugkappe. Das könnte mir sehr in diesem Level weiterhelfen. Gegen diese elenden Viecher. Guckt sie euch an. Boom. Und, oh nein, nur weil ich neugierig war, muss ich jetzt sterben. Das hier mal, scheiße. Ja, okay, das war natürlich, man, was soll man da für eine Lehre rausziehen? Nicht alles überprüfen. Ich habe jetzt, natürlich bin ich da runtergesprungen, weil ich davon ausging, klar, hochjumpen mit meinem Flugpower-Up ist kein Problem, aber der Fuzzy hat mich, naja, vom Gegenteil überzeugt. Das heißt nochmal, wir klicken nochmal diese Dinger hier, damit die uns nicht mehr in die Quere kommen. Aber er kommt mir trotzdem in die Quere und das versaut meine gesamte Performance und ich sterbe direkt. Ich glaube, der Sprung hat mich so verunsichert. Ich bin einfach daran zerstört worden. Also noch ein Versuch. Wir gehen nochmal rein. Das heißt, naja, mittlerweile kommen wir halt auch in solche Levels an, wo wir auch mal mehrere Versuche brauchen. Das sollte eigentlich auch so sein. Ich meine, stell euch mal vor, ich würde für jedes einzelne Level dieses Spiel gar keinen zweiten Versuch brauchen. So, und jetzt ist irgendwie, dass diese Fuzzies zwei in einem Ding drin sind und links ist gar keiner mehr. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Das war eben noch nicht so. Die haben jetzt, also der linke ist jetzt einfach zum rechten dazugegangen, damit muss man jetzt klarkommen. Und jetzt brauchen wir das große Ding, das heißt schnell einsammeln und weiter. So, das Flugpower-Up, das kam ja jetzt erst, genau hier. Boom. Oh, perfekt. Damit habe ich noch den beide Koopas da irgendwie zerstört. Okay, und hier. Okay, steigt wieder die Neugier, ich werde es da reinwerfen. Es sind zwei Münzen. Hat sich sehr gelohnt. Okay, hier sieht das ein bisschen eigenartig in meinen Augen aus, weil, keine Ahnung, diese Münzspur da, dass da irgendwas versteckt sein könnte, wie es schon mal der Fall war. Irgendeine versteckte Ranke oder sowas, aber ist es ja nicht. Und hier ist so eine Zone, wo man mal besser nicht springen sollte. Denn ihr seht, über mir geht die Party ab. Okay, stampfen wir uns rein. Okay, und landen hier in so einer... Und tschüss, ich bin... Mein Charakter ist nicht gesprungen. Und das liegt daran, weil das schräge Objekte sind. Je nachdem, wie die gewinkelt sind oder sowas, und weil die sich ja drehen, kann das sowas vorkommen. Ansonsten, wenn sie sich nicht drehen, ist es oft bei den Pilzen der Fall, also bei diesen Pilzen, wo man drauf rumläuft. Wenn sie so nach unten gehen, dann passiert es, dass man läuft und dann ganz kurz halt gezählt wird, als würde man sich in der Luft befinden. Ganz kurz, so ein Bruchteil einer Sekunde. So, und wenn man diesen Bruchteil der Sekunde springt, springt Mario natürlich nicht, weil, klar, Mario befindet sich ja, sagt das Spiel, in der Luft. Das heißt, kein Sprung, möglich. Und dann passiert sowas schon mal ganz gerne, dass, naja, es dann keinen Sprung gibt. Und mein zweiter Sprung, der hier, dieser Wirbelsprung, hat mich da letztendlich auch nicht mehr aus der Situation retten können. Was natürlich frustrierend ist. Aber gut, jetzt renne ich einfach durch. Versuche ein paar zu töten, was leider nicht geglückt ist, aber... Naja, macht ja nichts. Geh nochmal rein. Übrigens muss man hier groß sein, um rein zu können. Kleiner Mario kann die Steine nicht zerbersten. So, und jetzt bin ich natürlich extra vorsichtig, weil ich voll meine Zweifel habe. Das heißt, ich versuche jetzt nicht mehr aus dem Laufen zu springen, sondern möglichst aus dem Stehen raus. Guck mal, wie lange ich hier stehe und einfach nur am Warten bin. Einfach nur, weil ich... sehr unsicher bin. Okay. Dann hier. Und da oben wartet schon die Münze. Und ein Leben. Das habe ich mir verdient. Also dann. Zack, das war Nummer 2. Und jetzt hoffe ich nur noch auf einen Checkpoint, weil die Anfangssequenz, die haben wir schon oft genug gesehen. Das heißt, bloß nicht mehr sterben. Das Interessante ist, ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich hier noch sterbe oder was hier passiert. Das heißt, erstmal sammeln wir hier ganz viele Fuzzies oben.
Okay. Ich glaube, das Prinzip habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Okay, und da war so ein Seil. Wow, wo man schnell wieder runterfällt. Also vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was unbedingt passiert, wenn ich von einem getroffen werde. Ob Mario dann das Seil auch von alleine loslässt. Weil wenn ja, dann ist man tot. Also wenn man getroffen wird, ne? Dass er das Seil loslässt, weiß ich nicht. Deswegen will ich da auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Also einfach in die Röhre rein. Und da haben wir den Checkpoint. Und jetzt wollen wir die Dinger hier aufmachen, nachdem wir den Typen töten. Aber ich bin ja nicht doof. Ich will möglichst erst die oberen kaputt machen, falls unten eine Ranke drin ist. Ich will nicht nochmal auf denselben Trick reinfallen, wie es mir schon mal passiert ist. Und ist es nichts. Also weiter. Vorsichtig sein, besonders bei diesen drehenden Quadratpilzen da, wie er eben da war. Da kann man, glaube ich, auch schon runterfallen. Genau wegen dem Prinzip, was ich eben erklärt habe. Also dann noch so ein Ersatzpilz, aber interessiert mich ja jetzt auch nicht so. Und hier können wir uns das einfach machen, indem ich einfach oben lang laufe. Ja. Noch so ein Pilz. Gegner. Und hier haben wir einen riesigen Pilz, wo ich spekuliere, dass die dritte Münze sich darunter verbirgt. Sobald sie irgendwo kommt. Oh, mein Hals wird trocken. Ich habe auch den Eindruck, ich spreche irgendwie mehr jetzt, als es sonst immer der Fall ist. Aber keine Ahnung. Ist halt komisch, wenn man kein Gamepad in der Hand hat. Irgendwas fehlt dann. Aber da ist das Ziel, wie ihr seht. Und ich habe nicht die dritte Münze, was mich natürlich sehr, sehr unzufrieden stimmt. Das gefällt mir gar nicht. Ziel ohne dritte Münze. Nein, das geht nicht. Also renne ich den ganzen Scheißweg zurück und suche jetzt nochmal, was das Zeug hält. Nach dieser dritten Münze. Denn ohne sie will ich dieses Level nicht verlassen. Also dann. Komplett zurück. Irgendwo muss ich ja bestimmt irgendwas übersehen haben. Denke ich mir. Oder dachte ich mir, kann man sagen. Und damit landen wir genau, wo wir angekommen sind. Und es gibt nichts. Wir können nichts zurück. Wir können nicht oben lang. Nein. Also irgendwie ist hier gar nichts. Wir gucken schon sehr aufmerksam, aber... Wow. Sah knapp aus. Aber es scheint nichts zu sein. Oh, 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 oh. Okay, und da habe ich mich überschätzt. Und das führt mich zu meinem eigenen Tod. Irgendwie, weil ich die Plattform nicht getroffen habe. Das heißt, selbst hier sterbe ich... So gesehen mit einem echt blöden Grund. Also dann, wir gehen nochmal rein. Machen das Level nochmal, obwohl nicht das Level, sondern das halbe Level vielleicht, weil wir hier anfangen. Und halten nochmal die Augen total offen. Oh, jetzt ist der Typ natürlich da. Und macht gut den Weg hierzu. Wir haben jetzt nichts, um ihn auszukontern. Aber jetzt laufen und boom, er ist erledigt. Na dann. Gut, die Stelle ist jetzt natürlich ein bisschen unschöner, wenn man jetzt kein Flug-Power-Up mehr hat. Weil man jetzt einfach auf seine Sprungkraft alleine angewiesen ist. Also dann nochmal unten lang, ein paar Dinger zercrashen und ein neues Flugpilz-Ding bekommen. Und ist da oben was? Irgendwie auch nicht. Ich bin immer auch am Suchen. Ist nix. Okay, dann... Na, dann schließe ich mich dann doch mal dazu, den unteren Weg zu gehen, auch wenn der schwierige sein soll. Aber hier findet man nichts. Hier findet man gar nichts. Nope, nicht wirklich. Also, ein weiter... Wow, okay. Gut, hat mich jetzt erschreckt, aber es war meine Absicht, da runterzuspringen, um zu suchen. Aber auch da war nichts. Und hier, ich bin immer noch... unsicher, weil ich eigentlich in erster Linie schon fast sicher war, dass die Münze sich hier verstecken würde. Wenn ich das Ding weiterdrehe und die dann irgendwann auftaucht. Aber ist auch nicht. Oh, und... Yep, noch ein Missgeschick. Anstatt auf das Viech richtig drauf zu springen, lande ich so ein bisschen knapp daneben. Ich würde es auch gerne zurückspulen, um das nochmal nachzugucken, aber das kann ich jetzt nicht. Weil das sah echt nach einem knappen Sprung aus und echt viel Pech, dass ich da getroffen wurde. So, und kurz zum Ziel. Ich glaube, ich war sogar schon entschlossen, da reinzulaufen. Aber, nö. Kurz beim letzten Gegner, oder beim vorletzten Gegner, einer der letzten Gegner auf jeden Fall, da muss man dann doch nochmal sterben. Und den ganzen Scheiß jetzt noch einmal machen. Der mir langsam echt zu blöd wird. Und die dritte Münze, die ich einfach nicht finden kann,
macht mir alles richtig schwer. Das heißt, ich bin schon sehr lange in diesem Level unterwegs. Also dann, ich glaube, ich habe auch die Faxen dicke. Heißt, ich werde jetzt nur noch ins Ziel. Okay. Das Geld will ich noch haben. Aber da oben könnte doch... Na, doch nicht. Da ist nichts. Oder? Ich glaube, so in der Luft habe ich auch geguckt, aber war nichts. Also da, wo man nichts mehr sehen kann. Wo die Kamera dann aufhört. Wow, und das ist noch eine Pech-Situation. Ihr merkt schon, wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es gar nicht. Dann geht alles schief. Ich bin jetzt auf diese Plattform gesprungen, aber die noch so recht schräg war, bin ich so schnell runtergefallen. Schneller, als wenn ich normal fallen würde wahrscheinlich. Ich konnte davon nicht springen, abspringen. Ich konnte keinen Wandsprung von da machen. Und ich konnte nicht mal einen Flugsprung davon machen. Nichts. Ich bin einfach in meinen Tod gefallen. Es hat nichts funktioniert. Und das ist richtig mies. Ich meine, wie oft sitze ich jetzt schon an dieser Stelle hier? Es macht mich schon langsam total verrückt. Ich werde jetzt nur noch hier raus. Die Münze findet man nicht. Man stirbt hier 100 Mal. Ich muss dieses Level jetzt einfach nur verlassen. Wow. Cool Rückwärtsgrutsch irgendwie. Obwohl, jetzt gebe ich dem Ding echt noch eine letzte Chance, wirklich sich hier zeigen zu lassen. Hier muss die dritte Münze sich auch befinden. Und das überprüfe ich dann auch selbst ein drittes Mal. So, dann warte ich. Das Ding dreht sich ein 5. Mal. Aber... Nein, es ist nichts. Nicht da. Und jetzt... Oh, vorsichtig, ich will hier nicht nochmal sterben. Jetzt einfach nur noch ins Ziel. Ach nee, man will natürlich noch die Koopas voll töten. Und da unten nochmal gucken, ist auch nichts. Also... Was soll man machen? Ab ins Ziel. Mit einer großen Enttäuschung. Denn das Ding hat man nicht bekommen. Das ist mies. Die lange, lange Suche. Aber da stellt sich jetzt das noch raus. Das Level hat einen scheiß Secret Exit. Auch noch zusätzlich. Als hätte ich nicht schon genug Scheiße am Hals. Aber ihr kennt die Regeln. Man muss trotzdem rein und weitersuchen. Jetzt nach zwei Sachen suchen eher. Das heißt, ich renne sogar nach links, wenn es sein muss, wo nichts ist. Also, natürlich gibt es bei der Sache zwei Theorien. Entweder man hat jetzt wirklich die Kacke am Dampfen, weil man findet nicht nur die dritte Münze nicht, sondern auch noch Secret Exit versteckt sich irgendwo, wo man anscheinend dran vorbeigelaufen ist. Oder die erfreulichere Variante, das Secret Exit und die dritte Münze sind irgendwo kombiniert versteckt. So, warum ich jetzt eigentlich recht sicher war, dass nach dem Checkpoint, also nach der Röhre, die dritte Münze ist, ist halt, weil im Normalfall, naja, bei New Super Mario Bros. Halt und auch bei diesem Hack, der ja so dasselbe Feeling und dieselbe, naja, Grundprinzipien ja auch zeigt, dass vor dem ersten Checkpoint selten alle drei Sternmünzen auf einmal versteckt sind. Die dritte oder zweite und dritte oder die dritte selbst alleine findet sich meistens nach dem Checkpoint dann wieder. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit nur dort gesucht. So, da will ich jetzt nicht nochmal rein, denn da finde ich die zweite. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Das heißt... Ja gut, jetzt versuche ich dieses Prinzip ja irgendwie mit diesen Knöpfen. Weil ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden habe. Ich drücke und gucke, ob sich da irgendwas anderes mit verändert. Aber die Konstellation bleibt und noch weiter zurück wollte ich jetzt deswegen auch nicht gleich laufen. Das heißt, da oben sammeln die sich. Und vielleicht schaltet sich irgendwo noch was frei. Aber dann habe ich noch eine Idee. Nämlich, aha. Auf einmal. Ein Block, noch ein Block. Und wir können oben lang laufen. Da scheint doch irgendwas zu sein. So, das heißt erstmal Röhre. Oh, noch ein Leben dazu. Das ist jetzt noch ein schöner Zufall. Das führt uns erstmal hier rein, wo ein Knopf wartet. Drücken wir den Knopf. Und da haben wir schon mal keinen Boden mehr. So, jetzt müssen wir so einer Münzenspur folgen. Wenn wir ihr nicht folgen, dann bringt uns das Ärger. Wo so schöne Logos sind. Eins, Up. Ach, One-Up stand da. Eins, Up. Ich bin der beste Vorleser der Welt. Na gut, und die dritte Münze haben wir ja bekommen dadurch, die ja ganz woanders versteckt war, als ich 100 Mal gesucht habe in einem anderen Ort. Und dann gehen wir hier hin zum Secret Exit. Beides auf einmal. Hätte ich das mal lieber vorher gewusst und wäre nicht 100 Mal durch dieselbe Scheiße gelaufen.
Das ist vielleicht eine Sache, die ich bei meiner Taktik überdenken muss, wenn ich irgendwas nicht finde. Vielleicht einmal nachsuchen, aber danach durchgehen. Vielleicht entpuppt sich ja, es gibt ein Secret Exit, das sieht man ja erst nach dem Level. So, und dann kommen wir zum Shop, wo ich mal schon nachgucken möchte, was da abgeht. Und wie wir sehen, so ein Angebot. Und na, ich will doch nicht, obwohl doch, ich glaube, das untere Paket kaufe ich mir einmal. Ein Pilz, ein Mini-Pilz, zwei Flugpilze und ein Hammer. Und dann gehe ich wieder. Ich meine, das Angebot bleibt, glaube ich, für immer dann da. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber jetzt geht es erstmal weiter zum Wobble Shroom Bluffs.